Die Energiekrise spitzt sich zu, Heizen wird immer teurer und auch Autofahren war bis vor einigen Monaten noch deutlich günstiger, als das es jetzt ist. Dass es allerdings in der Lennepper Altstadt ein Einzelhandelsgeschäft gibt, das für beide Probleme eine Lösung parat hat, wissen nur die wenigsten. Nico Schröder erzählt uns jetzt gleich in dem Interview, was sein Einzelhandelsgeschäft genau auszeichnet und warum er sich zusammen mit seinem Bruder hier in der Lennepper Altstadt niedergelassen hat. Vielen Dank. Ja, hallo, mein Name ist Nico Schröder und ihr seid jetzt hier bei Immobil. Erklär erstmal, Nico, wie du überhaupt auf den Standort Lennep gekommen bist. Was hat dich inspiriert dazu, den Laden genau hier in der Altstadt aufzumachen? Mein Bruder und ich, wir sind in Lennep geboren und es war uns immer ein Anliegen, auch in Lennep unser Geschäft dann letzten Endes zu haben. Ausschlaggebend dafür war aber die Entscheidung, dass hier das DOC entstehen sollte, da wir enorm stark vom Internet leben, wollten natürlich den Bereich ja, mit dem Publikumsverkehr, der dann durch das DOC gekommen wäre, dann für uns nutzen, klar. Ja, deswegen sind wir dann in die Altstadt gezogen. Hier sollten ja auch die meisten Leute dann letzten Endes mit durchgehen. Jetzt wissen wir natürlich, das DOC kommt nicht mehr. Inwiefern ergeben sich dort schwierige Situationen für euch hier als Unternehmen mit dem Standpunkt Lennep? Habt ihr euch jetzt mit der Situation anfreunden können und wisst, okay, es geht auch ohne DOC langfristig weiter oder stellt es eine Hürde, die ihr mit anderen neuen Lösungskonzepten irgendwie angehen müsst? Es muss natürlich zwangsläufig ohne das DOC gehen und wir hoffen auf die Politik, dass da vielleicht irgendeine gute Alternative gefunden wird, wie auch immer. Ansonsten ist es, liegt es bei jedem Unternehmen an jedem selbst, Werbung so zu gestalten und Produkte so zu wählen, dass sie Anspruch finden. Ne? Wir blenden jetzt genau in diesem Moment mal ein paar Bilder ein von den Laden an sich. Und wer es vielleicht erkennen mag, es ist das ehemalige Gebäude, was vielen älteren Lennepper Mitbürgerinnen und Mitbürgern bekannt sein sollte. Nämlich hier war mal der damalige Irrplatz drin, ne? Ein Drogeriemarkt. Es wurde sehr viel investiert, Nico. Inwieweit stellt ihr euch jetzt in der Zukunft auf euer Online-Konzept um, weil eben die DOC-Geschichte gescheitert ist? Welche Rolle spielt das Online-Geschäft dort? Das war von vornherein unser Hauptstandbein, ne? Okay. Die Haupteinnahmequelle, dass wir mit dem Internethandel uns maximal breit aufstellen. Wir haben jetzt über 4000 Produkte und sind in vielen Bereichen auch führend mit dem, was wir anbieten. Dennoch ist es für uns ein wichtiges Anliegen, auch den Leuten, die nicht nur im Internet kaufen möchten, die Produkte miteinander vergleichen wollen, da ein ansprechendes Lokal eben zu bieten, wo sie alles miteinander vergleichen können. Auf jeden Fall ein gutes Konzept und ich denke, das Konzept geht auch auf, oder? Bis jetzt ja, es würde mit Sicherheit noch besser aufgehen, je mehr Menschen letzten Endes unterwegs sind und vielleicht sich auch nochmal ein bisschen umorientieren und nicht einfach nur im Internet bestellen, sondern wenn ein Geschäft schon in der Nähe ist, dass man da auch einkaufen geht. Ja. Wir sind jetzt natürlich bei einer der vielen Produktpaletten, die wir hier haben, von Infrarotheizungen angefangen über schöne Kamine. Dann haben wir natürlich hier vorne Klimabelüftungsanlagen. Aber ein ganz neues Konzept, was glaube ich auch unsere Altersgruppe ein bisschen mehr anspricht, sind diese ganzen E-Scooter und vor allem diese richtig schönen E-Roller. Was können wir uns darüber berichten? Ist der Trend wirklich da, auch mittlerweile in Lennep angekommen? Absolut, absolut. Der Trend ist also bei diesen Fahrzeugen jetzt nicht nur im Internet verstärkt festzustellen, sondern absolut auch hier in Lennep. Ich denke, jeder merkt das auch mittlerweile, dass auf der Straße immer mehr E-Scooter zu sehen sind. Mhm. Und auch jetzt im Bereich der 50er-Klasse oder 125er-Klasse immer mehr rein elektrische Fahrzeuge unterwegs sind. Also in den Großstädten ist das ja sowieso bekannt. Da kann man die Dinge ja sogar irgendwie anmelden, mieten. Die stehen ja in jeder Ecke. In Remscheid ist das noch nicht der Fall. Aber natürlich liegt es jedem frei, ob man sich so ein Ding kaufen möchte oder nicht. Wo sind die ganz klaren Vorteile, wenn man sich so einen E-Scooter kauft, im Gegensatz zu zum Beispiel einem Auto, ganz klassisch gesehen? Da haben wir jetzt auch die Benzinpreise, die steigen in die Höhe. Vielleicht den einen oder anderen, der umsteigen möchte, könnte es sich lohnen.
Absolut. Wenn wir jetzt so einen klassischen E-Scooter nehmen, dann sind wir natürlich bei 100 Kilometern für unter einem Euro unterwegs. Ich denke, das ist unschlagbar, zumal man das Fahrzeug recht schnell zusammenklappen kann und überall hin mitnehmen kann. Bei den größeren Rollern ist es dann schon ein bisschen anders von den Kosten her. Natürlich ist da die Anschaffung recht hoch, aber durch die gestiegenen Benzinpreise kann man hier dann auch ganz grob im Durchschnitt sagen, für unter 2 Euro schafft man auch da die 100 Kilometer Reichweite. Und im Bereich von den 125er Rollern gibt es ja sogar die Förderung, die man dann beantragen kann. Okay, die Förderung schaut für den Kunden wie aus? Was kann man sich da zurückholen an Geld? Ja, es sind 375 Euro im Jahr, die man für ein Elektrofahrzeug beantragen kann im Jahr. Und ich denke, das ist eine sehr interessante Möglichkeit. 375 Euro haben oder nicht haben, spielen natürlich eine sehr große Rolle im Geldbeutel der Leute. Aber was auch eine sehr große Rolle spielt, gerade die Autofans, was schafft das Ding unter der Haube? Ja, je nachdem, zu welcher Klasse wir da jetzt gehören, also sprich, hier ist es ja die 50er Kubik, die wir da ansprechen, sprich, der Roller fährt maximal 45 km/h Spitze, okay. Hat aber einen sehr leistungsstarken Motor, das heißt, das Drehmoment ist sofort da, das ist also nicht so wie bei dem 50er Roller, den man kennt, dass er erstmal in Fahrt kommen muss, sondern die Kraft ist einfach sofort da, ohne ein störendes Geräusch. Eine Wartung entfällt, außer das, was man eben kennt mit Luftdruck und Bremse. Mhm. Aber beim Elektromotor muss natürlich nichts gewartet oder eingestellt werden. Das ist das Praktische, ne? Ja. In welcher Geschwindigkeit bewegen wir uns bei 125 Kubik? Geht das dann wie bei den klassischen Rollern auch bei 80 ungefähr? 80 ja. Fahren die tatsächlich, das ist richtig. Man kann also damit im Stadtverkehr absolut sicher und gut mitschwimmen, so sagt man das ja. Man stellt also kein Hindernis dar. Auf der Autobahn würde ich jetzt damit nicht fahren, denn wirklich bei diesen 80 km/h, das ist dann auch für die Akkus dann die maximale Belastung. Es ist also tatsächlich als Stadtfahrzeug zu verstehen. Fernab dieser ganz hohen Geschwindigkeiten sind wir bei diesen E-Scootern natürlich in dem Bereich, der sich wirklich in den Innenstädten anbietet. Was schaffen die an Spitzengeschwindigkeit, wenn man jetzt mit so einem Teil durch die Lennepper Altstadt flanieren möchte? Wir sind ja jetzt durch diese EKFV-Modelle, sprich eins, wie ich das jetzt hier in der Hand habe, sind wir bei allen EKFV-Modellen auf 20 km/h Spitze begrenzt. Das ist jetzt die Variante für Kleinwüchsige wie mich, nehme ich an. Kann man den Lenkrad auch ein bisschen hoch verstellen? Dann genau, da ist ein Schnellspanner, so okay. Wie man das im Fahrradbereich erkennt. Ja. Und dann ist das Ganze nochmal gesichert über diesen Pin, cool. Den man dann einlocken muss. Und dann kann man auch die Lenkerstange in der Höhe verstellen. Ja. Also es fühlt sich auf jeden Fall sehr, sehr angenehm an. Wie das jetzt auf dem Altstadtboden aussieht, da werden wir dann mal testen. Aber es ist alles in allem eine günstige Variante gegenüber dem Auto, gerade bei den jetzigen Preisen. Reparaturkosten gehen im minimalen Bereich. Ich habe gehört, man kann, falls etwas passieren sollte, falls irgendwas kaputt gehen sollte, auch direkt hier vor Ort reparieren lassen, oder? Ganz genau. Wir können reparieren, wir können klassisch die Teile tauschen, sollte etwas kaputt sein. Wir können aber auch einfach nur mit technischem Support zur Verfügung stehen und letzten Endes die Ersatzteile dann verkaufen. Sehr schön. Überzeugt mich auf jeden Fall. Wir machen auf jeden Fall die ein oder andere Testfahrt damit. Und ferner zeigen wir natürlich, was wir noch hier bei Immowell in dem Laden an sich antreffen können. 4000 Produkte gibt es im Online-Shop. 4000 Produkte haben wir nicht hier vor Ort. Aber den Online-Shop an sich werden wir auch gerne gleich einblenden. Und jetzt schauen wir uns mal den weiteren Ladenverlauf an. Jetzt sind wir natürlich nur wenige Meter weiter, immer noch bei Immowell, nicht wegschalten. Jetzt geht es allerdings auf eine ganz andere Richtung. Eben waren wir bei den E-Scootern, jetzt sind wir bei den Infrarotheizungen. Genau. Wir haben uns eben schon, bevor wir die Kamera angemacht haben, ganz kurz darüber unterhalten. Wir gehen aber nochmal drauf ein. Ich fand es nämlich wirklich ziemlich spannend, weil die Infrarotheizungen an sich wirklich im Alltag überall einzusetzen sind in den Räumen und man sie noch nicht mal als solche erkennt, richtig? Genau so ist es, ja. Ganz genau so ist es. Was können Sie uns zum Beispiel über diese Motive erzählen und vor allem über die Marken an sich, woher die Infrarotheizungen kommen, wo sie hergestellt werden? Wir haben jetzt seit über 14 Jahren haben wir drei Hersteller, die wir repräsentieren. Das wäre zum einen die Firma Phoenix, die in Tschechien produziert.
und die es jetzt seit über 30 Jahren macht. Ja, die sind von ihrer Produktion her sehr, sehr, sehr groß, exportieren in 58 Länder und können natürlich Elemente bauen, aufgrund ihrer Größe, die vom Preis her sehr interessant für diejenigen sind, die es nur mal ausprobieren. Wir sind hier im mittleren Bereich, waren bei der Firma Elbotherm, ein deutscher Hersteller, ein Familienbetrieb, wenn man so will, der mit der Zeit gut und gesund gewachsen ist. Die sehr schöne Keramikheizungen zum Beispiel bauen, auf Bildheizungen oder eben die klassische Infrarotheizung als Metallschachtel in Hammerschlagoptik. Und auch hier muss man dazu sagen, dass jede Heizung im gewünschten Alpha-Ton hergestellt werden kann. Das heißt, man könnte theoretisch die Heizung in einer Wand einbetten und jemand, der das nicht wüsste, würde einfach nur erkennen, es ist eine Wand. Klar, vielleicht wenn die Heizung an ist, merkt man, sie strahlt Wärme aus, aber genau. Auf den ersten Blick mit dem Auge erkennt man nicht, dass es eine Heizung ist. Wenn man das ordentlich macht, ne, ein Bild an der Wand ist für jeden Betrachter erstmal nur ein Bild an der Wand, aber nie direkt die Heizung. Nicht schlecht. Und da könnte ich jetzt anstatt die Münster Wolke auch die Lennep Adelstadt nehmen oder ein Fotomotiv von Berlin, von Hamburg, in einer tollen Großstadt ohne Aufpreis. Ganz genau, egal welches Motiv es ist, sofern es in einer hohen Pixelzahl in digitaler Form eben verfügbar ist, können wir das prüfen, wie stark die Verzerrung letzten Endes wäre und dann wird die Heizung für den jeweiligen Kunden angefertigt. Es muss ja dann ein ganz bestimmter Druck sein, weil es ist ja auch ständig Wärme ausgeliefert. Wir reden ja wirklich von viel Wärme. Bis zu wie viel Grad Wärme sind Infrarotheizungen warm? Da unterscheiden sich die Infrarotheizungen auch von den reinen Konvektionsheizungen letzten Endes. Wir haben hier Oberflächentemperaturen von 75 bis hin zu 98 Grad. Eine Verbrennungsgefahr jetzt besteht nicht, wenn man die anfasst. Man merkt sehr wohl, dass es heiß ist, zieht die Hand wieder ab. Es ist aber keine Brandblase oder irgendwas passiert wie jetzt beim Bügeleisen oder bei der Erdplatte. Ja, zu guter Letzt haben wir sonst noch Infranomic. Infranomic produziert alles, was mit Glas zu tun hat. Sprich sandgestrahltes Glas, glänzend, satiniert, Bildheizungen, Spiegelheizungen, alles das ist möglich, diverse Rahmen oder auch rahmenlos. Es ist absolut jeder individuelle Kundenwunsch machbar. Diese ganze Planung an sich kann man auch gerne hier vor Ort machen und da haben wir dann wirklich die Experten an der Seite, die sich sowohl mit der Infrarotheizung an sich auskennen, als aber auch mit der Installation. Jawohl. Sehr schön. Hat mich auf jeden Fall gefreut, dass wir die Führung hier machen konnten. Ihnen natürlich alles Gute weiterhin, sowohl mit dem E-Scooter-Geschäft als auch mit dem UV-Teilzunehmen. Und ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal. Jetzt seht ihr noch eine ganz kurze Testfahrt mit einem der E-Roller. Und schauen wir mal, ob der Altstadt-Bodenhändler da verspricht. Also eines muss man sagen, die Dinger haben auf jeden Fall was unter der Haube. 20 km/h klingt wenig, täuscht euch nicht, liebe Leute, denn in der Altstadt wirkt er doppelt so schnell, weil die Gassen so schnuckelig klein sind. Die Roller halten was zu versprechen, der Laden Immowell sowieso, mich hat es gefreut, dass wir dort heute drehen dürfen. Kommt gerne mal zum Laden vorbei, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Vielen Dank fürs Zuschauen dieses Videos und bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig.